Mahlzeit, mein Freund. Wir sind in Innsbruck. Jawohl, Simon Buding. Also, Simon. Heute wird ein Mega-Video, oder? Heute kommt ein Mega-Video. Sag's einer. Was machen wir heute? Was sagen wir einer heute? Wo ist in Innsbruck? Schaust du bitte in die Kamera. Wo man in Innsbruck gut Döner essen kann und Döner essen kann. Gut. Am besten Döner in Innsbruck. Digga, nicht gut. Gut. Gut kann jeder Döner machen. Aber am besten in Innsbruck. Wo man oft nur Dingens, sag schnell. Dingens, genau. Wo man nur gut Schlagzeug herkriegt, also Süßigkeiten. Richtig. Von einem anderen Land oder anderen Ländern. Ja, jetzt auf das sicher. Und dann sehe ich mal nur, wo kann man nur wo man Bierchen stechen kann. Wie zum Beispiel? Und auf gehen wir nur zu einem voll an teuren Schuhgeschäft. Jawohl, und das ist im Kaufhaus Tirol, oder? Ja. Ja. Genau, also Leute, wir nehmen euch da mit und schaut euch das Video an, schreibt es dann in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, das Video, und ob es mehr solche Videos sehen wollt. Weil der Sommer ist lang, das heißt, wir können dann mehrere Städte in Österreich so durchchecken, wie Salzburg, Wien, Oberösterreich, Linz quasi, nicht? Solche Sachen. Und vielleicht kann man noch Pluto mitweichen. Also, ihr werdet sehen, es wird heute interessant und spannend. Und lasst euch überraschen. Ich hoffe, ihr entscheidet das Video. Ja. Bis gleich. Bis. Er hoch zwei. Er hoch zwei. Er hoch zwei. So Leute, der beste Döner in Innsbruck beim Kaufhaus Tirol in der Nähe. Und zwar Berlin-Döner. Leute, ich schwör's euch, das ist der beste Döner in Innsbruck. Döner, egal was. Simon, bestell einmal. Ich mag einmal bitte Klassik-Döner, bitte. Klassik-Döner? Mhm. Dann nehme ich einmal den Hot-Döner. Hot-Döner und Klassik-Kleber. Klassik-Kleber. Sensationell. Zum Trinken gönnen wir uns heute wieder mal eine Cola, oder? Mhm. Und ein, was muss natürlich dabei sein? Ayran. So, Leute. Und ohne Scheiß, Leute, das ist der beste Döner im Innsbruck. Schaut euch einmal das an. Mega. Könnt ihr ins Vertrauen, wenn ihr es in Innsbruck seid, könnt ihr da einer. Das ist einfach Hammer. Und ich werde es selber testen und schreibt es dann in die Kommentare, wer da gewesen ist, wer den probiert hat. Denn bin davon überzeugt, dass fast alle den lieben werden. Jetzt kriegt ihr noch leichte Röstaromen. Schau mal die Soße an. Mega, oder? Hot Sauce. Ja, genau, das ist die Hot Sauce. Denn das ist, also, das ist jetzt meine. Oha, hast du schon bestellt? Schau dir mal den Dönerspieß an. Mega. Richtig gutes Fleisch. Also Top-Qualität. Oh, Wahnsinn, Leute. Der ist so mega. Ich feiere den. Und ey, es könnt ihr euch glauben, die Portionen werden nicht jetzt nur fürs Video gemacht, sondern die sind immer so. Ah, oh, Simon, jetzt kommt einiger. Schau mal an. Danke. Schau mal, Leute. Leute, meiner ist auch schon da, ist auch schon da, schau mal. Ist das nicht brutal? Ey, also wer jetzt keinen Hunger kriegt, Leute. Ich kriege jetzt nur mehr Hunger. Schau, gell? Der erste Bissen. Passt. Hammer, oder? Mhm. Dann dieses Mutti, nur grüner Salat und Joghurtdressing und
das gute Fleisch. Dankeschön. Leute, ich könnte uns da vertrauen, das ist aber richtig cool. Genau, da könnt ihr uns auf jeden Fall vertrauen. So. Im Dönerbox ist auch geil. Wir genießen jetzt. So Leute, ich habe bis auf 2-3 Bissen aufgegessen, das war wieder so eine brutale Menge und ohne Scheiß, ohne Videos machen sie es genauer so. Wir haben oft da, wir sind mittlerweile schon Stammkunden, würde ich sagen, und die machen für jeden gleich, also da gibt es keinen, wo man sagt, nein, das ist, weil ich die Kamera mit gehabt habe, sondern Simon sagt, du seiner. Es ist alles gleich. Das Ding ist, ich und der Papa machen einmal einen Fehler und dann immer zu viel essen, weil er einfach so gut ist. Richtig. Wobei der Simon hat einen halben übrig gelassen, den packt mein einmal mit. Die Mutter ist auch noch beim Essen, die wird auch mitnehmen, so wie immer, weil er einfach so groß ist, dass man den kaum auf der isst. Also da muss man schon richtig einen Hunger mitnehmen. Was sagst du zur Bewertung? Schwein ist schon total lecker. Also das ist wirklich, das sag ich auch sogar, ich als Tiroler lecker, weil mir Tiroler nicht lecker sagen, aber für euch Deutschen, das ist Bombe. Glaubst du mir's? Und auch Preis-Leistung, sensationell. Okay, wir haben jetzt gegessen, jetzt müssen wir noch zahlen, genau, das darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall, Leute, nochmal die Soßen, die werden alle komplett selber gemacht. Gönnt euch die Auszeit, wenn ihr in Innsbruck seid, kommt einer. Und schreibt es in die Kommentare, ob ihr der gleichen Meinung seid wie mir. Also, wir sind wieder raus, danke, Kuss, Kuss. So Leute, Simon gönnt sich einen Bubble Tea. Brown Sugar Tapioca. Ja, der Tapioca. Ja. Tapioca. Tapioca. Simon, da ist kein R dabei. Denn? Ja, Leute. Wabbel die. Müsst natürlich da herkommen, ne? Und zwei für alle, die in Innsbruck kommen. Das ist da oben, ich kaufe aus Tirol. Da vorne in Tirol, ja. Und da geht es Richtung Altstadt. Also in der Marien-Theresien-Straße ist das da United Coffees. So schaut das außen aus, Leute. Genau. Und da drinnen kriegt er jetzt seinen Shake. Ja. Mit Pipern zum Kauen. Aber weißt du, wie gut der ist? Schau. Oh. Danke. Mega. Dankeschön. Danke. Danke. Viert euch. Viert euch. Ja. Ich hab jetzt einen Gut. Also richtig geil, oder? Mhm. Ui, Simon sucht sich ein Buch aus, oder was? Nein. Ach, schau, da war Simon seine Bücher. Dragon Ball. Die haben alle da, was für Dragon Ball. Oder wie? Ja, Dragon Ball. Aber lesen nicht. Ah, lest du nicht. Geht bis 102 haben die da. Wow, die liest der. Was? Und wie viel? Und du hast jetzt die Nummer 6 und die fällt. Nummer 6 ist schon beim Lesen und dann geht es bei 7 bis 102. So, das war's mit dem Kaufhaus Tirol. Leer. Kaufhaus, ich sag immer Kaufhaus Tirol. Frei Tirol, ja. So, jetzt gehen wir wieder raus mit seinem Bubble. Nein, ich mag keinen mehr, danke. Wollte nochmal kosten. Und ja, schauen wir einfach weiter. Ne? So. Simon, und jetzt gehen wir wohin? Zum Candy Kings. Candy Kings. Leute, wenn ihr in Innsbruck seid, kommt zum Candy Kings. Ihr kriegt da also amerikanische Süßigkeiten, Chips, Schleckzeug, also Süßigkeiten, ja, Schleckzeug, ja, mein, und Getränke. Auf jeden Fall müsst ihr aber damit rechnen, dass wenn ihr kommt, dass es sein kann, dass er gerade fast leer ist, weil er immer wieder Lieferungen kriegt, weil das ist so gefragt. Da kommen immer wieder so viele und raumen ihm die Regale leer. Wir kommen. Servus! Ja, was denn? Schau's Leute, heute haben wir einen Glückstag wieder erwischen. Wer kommt nächste Woche? Nächste Woche wieder Lieferung. Ich hab's ihnen gerade gesagt, dass sie nicht immer alles da habt, weil ja, euch rauben sie ja immer wieder aus. Ne? Ja. Aber wir erwischen heute wieder relativ viele Leute. Also, die sind einmal ein Must-Have. Unbedingt. Duck ist natürlich, wer die hat.
Die kannst du auch zum Panieren hernehmen. Richtig mega. Da sind die Hot Mamas, die nehmen wir mit. Natürlich, die testen wir wieder. Die Hot Mamas. In der Wahrheit, die Sauren sind leider schon weg. Wir haben die Hot Mama in Sauer gemacht. Mega, Leute. Also wie gesagt, die Dackes sind einmal ein Must-Have. Da gibt es neue Nacho Explosion. So muss das, so muss das. Und natürlich muss hat Mama. Mama, wer ist das? Das bringen wir. Was ist denn das, Leute? Wer kennt das? Oha, Karneval Premium Wodka. Also Leute, er sagt gerade, er kriegt nächste Woche wieder Lieferung. Also wie gesagt, ihr müsst halt schauen, dass ihr da seid oder Glück habt, dass er alles hat. Er hat da von Monster, alles Mögliche da. Da der Chef hat allmann Stress. Nein, der müsst weiter schauen. So, was ich nicht selber machen will, gönnt euch, die sind schnell gemacht, die haben wir auch schon probiert. Ich glaube sogar in einem Video, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ey Leute, Schoko Crispies. Also Leute, das ist natürlich auch in Innsbruck ein Must-Have. Wenn ihr in Innsbruck seid, schaut es auch beim Candy Kings vorbei. Unbedingt, Leute. Ich habe euch gezeigt, wo das ist. Und ja, jetzt könnt ihr auch Zuckerwatte haben. Alles ist da. So, Leute. Er gönnt einen Dackel-Lutscher. Das werden wir nachher natürlich gleich probieren. Also, wenn ihr Süßigkeiten kaufen wollt, kommt da einer. Ohne Scheiß, da kriegst du wirklich so viel, das ihr in Innsbruck normal nicht kriegst. Schreibt es in die Kommentare, wenn es da was kommentiert alles und markiert es überall, auf jede Insta-Story, markiert es einfach, verlinkt es. Jeder Abo mehr ist ja Abo mehr. Wow! Egal, komplett lost. Also nochmal Leute, Candy Kings in Innsbruck. Und wir würden es nicht sagen, wenn wir nicht da schon Stammkunden sind und selber immer wieder einkaufen. Ne? Also Leute, ist wirklich so. Kommt genau. Vorbei. Da, oder auf Insta. Ja, tja, was schickst du, ja, Profi, ne? Also, ihr Lieben, wir sind wieder raus. Wir schauen jetzt zum nächsten Shop. Ciao, ciao. Ja, da kommst du von der Toilette zurück und wenn triffst, Mutti. Und wo? Oha, 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 die gönnt sich da, die gönnt sich da. Wo ist der Simon? Und bei den Spielsachen? Okay, ich gehe auch runter. Auf zum Spielzeug. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Papa, da Papa, ist er. Papa, schau. Mike Guy, Klassik Naruto. Und da versenden sie kein Crash. Na. Und da keine Mike Guy. Also super Mike Guy. Mhm. Und Dragon Ball haben sie auch da. Geil. Oha, was ist das? Alter, schau, Harley Quinn. Ah ja, Special für Harley Quinn. Ja, Leute, jetzt muss ich euch was beichten. Ich habe noch nie eine Harry Potter-Folge gesehen. Vielleicht gönnen wir mal eine Folge. Also Kommentare. Bin ich gespannt. Ja, Serien sind es. Das sind nicht Serien, das sind ja alles Folgen. Da gibt es 6, 7 Dollar oder ich glaube sogar 8 Dollar. Das sind Filme. So, aber ich habe für uns fürs Büro gönne ich einen Gilderoy Lockhart. Weil ich glaube, den haben wir noch nicht, weil wir im Büro haben da einiges von denen. Und da sind ja ziemliche Fanaten dabei, würde ich jetzt einmal behaupten. Und ja, gönne ich mal so eine Figur. Und ich werde mir auf jeden Fall einmal die Folgen gönnen. Ne? Jetzt haben sie einen Simon alle so nachgeschaut beim Kaffeehaus da, weil er so einen Panda-Pulli anhat. Oder wie sagt man dazu? Keine Ahnung. Ha? Schaut aus wie ein Panda-Pulli, oder? Ja. So Leute, und jetzt gehen wir ins Kaufhaus Tirol. Weil da drinnen ist eins von den teuersten Geschäften für
Nike und so Sondermodelle aus Amerika, glaube ich, sind nicht. Aber das werden wir jetzt erfahren. Oh, da geht er mit. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich werde mit der Verkäuferin reden, ob man da drinnen filmen darf und ob sie uns ein paar Informationen dazu geben kann. Oder, Simon? Woher die kommen und so. Und wenn ihr alle fleißig unsere Videos liked, teilt und kommentiert und wir einmal genug haben, können wir uns vielleicht einmal so einen Schuh kaufen, oder, Simon? Schau, Mutti, winkt den schon. So, Leute, ich glaube, das ist es, der Chi. Schaut mal, der Chi im Kaufhaus Tirol. Und da fragen wir jetzt nach, ob wir filmen darf. Ja. Leute. Simon, zeig uns einmal ein paar Schuhe. Jetzt lassen wir es losgehen. Das nehmen wir mal irgendwann raus. Nein, ich nehme jetzt den, der mir am meisten gefallen hat. Das sind italienische. Ey Leute, fett, oder? Das schaut richtig geil aus. Und der ist nicht einmal so teuer, wo man sagt, okay, das geht noch. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Leute, jetzt geht's richtig rund. Jetzt, wisst ihr was? Jetzt gehen wir mal fragen, was die teuersten Schuhe sind da herinnen. Das tun wir jetzt. Hi, hallo. Du bist? Die Alina. Die Alina, also Leute. Und das ist ihr Kollege, der Arbeitskollege, ja? Julian. So schaut's aus. So, wir haben jetzt da ein bisschen umeinander geschaut, gell? Also mega geile Sachen. Danke. Aber jetzt die Frage der Fragen, was natürlich unsere
Abonnenten interessieren wird, ist, was sind die teuersten und exklusivsten Schuhe, was du da hast? Dann kommst du mal mit mir. Also, das ist unser teuerster Schuh. Der kostet beide 15.000. Was? Leute, haben sie es gerade? 15.000. Und der ist woher? Wie kommt der Preis zustande? Also, es ist so, unsere Chefin wollte uns bis jetzt noch nicht sagen, woher sie den hat. Sie hat gesagt, wenn wir es dann schaffen, ihn zu verkaufen, dann sagt sie es uns. Aber sie hat gesagt, sie hat da irgendeinen Kontakt. Das ist eine berühmte Person. Ja, wenn wir ihn verkaufen, dann bekommen wir die Information. Ja, das ist also sicher schon für die Zeichner, dass das ist ein Louis Vuitton Schuh, richtig? Ja, genau. Also, es ist so ein bisschen XXX, also Nike, X Off-White, X Louis Vuitton. Okay. Ja, brutal. Also Leute, wenn ihr den Schuh kauft, erfahrt ihr auch, woher der Schuh kommt. Und sie erfahrt das und die Arbeitskollegen erfahrt das natürlich auch, oder? Also Simon, Leute, kauft es den Schuh. 15.000, hallo? Da ist ein Schnäppchen für euch, oder? Ey, aber ohne Scheiß, Leute, oder? 15.000. Und da gibt es ganz wenige, noch so 100 Modelle von denen, oder? Ja, genau, es sind 100 Modelle insgesamt rausgekommen. Ja. Ungefähr 20 bis maximal 25. Wahnsinn, Leute. Daneben steht auch wieder so ein Schuh. Der schaut zwar auch wieder sehr interessant aus, aber der ist jetzt nicht so heftig, oder? Ja, also der liegt bei die 400 Euro. Ungefähr. 400, also Leute. Ich glaube, da kriegst du sogar einen Glaskasten dazu. Wer weiß. Mit 400 Euro. Aber es schaut auch richtig cool aus. Ist auch ein eigenes Design, oder? Da gibt es jetzt auch nicht so viele von denen. Ja, also schon auf jeden Fall mehr als 100. Ja, das ist klar. Also, du kannst was über den Schuh erzählen. Okay, also erzähl der Schuh ist von einem Basketballer mit Nike, der College macht, Zion Williamson, vielleicht sind ihn in ein paar NBA-Fans. Er hat halt, ja, keine Ahnung, so einen Collab-Krieg und da ist der Schuh halt dann rausgekommen. Deswegen ist er preislich ein bisschen höher. Okay. Und bei dem Schuh sind vier Farben rausgekommen. Das ist so eine Band. Grateful Dead ist so das Collab. Da ist orange, grün die teuerste Farbe. Es gibt auch gelb-blau, blau, grün, blau, wie. Okay, cool. Und was liegt der preislich? 4.000, 5.000. Oh, haha, Leute. Also, das ist die oberste Liga. Und ich schwör's euch, ich habe noch nie einen Schuh um 15.000 vor mir gesehen. Schreibt's in die Kommentare. Wer ist schon mal vor einem Schuh gestanden und hat gesagt, okay, der kostet 15.000. 15.000 Euro, dieser Schuh. Ja, mega. Also wirklich heftig, wirklich heftig, oder? Simon, kannst du das heute 15.000 für den Schuh? Ja, hat der schon gesagt. Heftig. Okay, Leute. Also, mega. Kommt einfach ein in den Shop. Schaut euch das einmal an. Geht's da einfach durch. Jo, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Infos. Ich sage auch danke. Und danke schön. Ja, wir sind wieder raus, wir schauen jetzt weiter. Gerne in den nächsten Shops, aber wie gesagt, nicht verstecken. Leute, Energy Drink. Ja. Ich habe eine Partnerschaft mit Austria Devil, ist ein österreichischer Energy Drink. Also, Mike, wenn du das siehst, gell, ich bleib da natürlich treu. Und deswegen Kuss natürlich an dir raus. Aber wir werden den testen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, viel Spaß mit der Rennen. Ich glaube, es ist geil, dort zu arbeiten, oder? Ja, mega. Ja, muss man jetzt vor der Kamera sagen, gell? Ja. Nein, ich glaube, das meint sie wirklich an. Also, wir sind wieder raus. Danke, danke für die Informationen. Ciao, ciao. So, Leute, mit dem Werbevideo geht es weiter. Werbevideo. Ja, man kennt es. Also, Blue Tomato, Simon, sei Lieblingsgeschäft in Innsbruck. Also wenn wir in Innsbruck sind, sind wir immer wieder bei Blue Tomato. Mutter schaut schon gehabt. Probieren wir noch nicht. Vielleicht ist schon nicht dabei. Ja, wer weiß, wer weiß. Ah, du hast das letzte Mal. Hast du die mitgenommen? They were too big. So, was sucht der Simon? Ah, er ist schon wieder auf dem Weg zur Ribbon Dip.
oder? Ja. Ja. Nein. Nein. Staff only. Achso, du bist eh da, passt. Die Mushrooms. Ja, Simon. Schau dir so. Ja. So, das. Und du. Oha. Da bin ich mal gespannt, ob er sich da jetzt wieder was sieht. Oha. Mutti hilft ihm. Dingens. Ja. Ich will mal über Kaffee jetzt kurz gerade. Die Jacken ist cool. Der braucht 110 Grad, damit er nachher performt, also richtig performt. Das schaffst du nicht mit deinem Körper. Dennoch ist es so, am Anfang eine Funkstelle zu haben. Da hat das jemand das letzte Mal ein Skateboard gekauft. Aber was er jetzt genau sagt, wissen wir noch nicht. So Leute, heute haben wir mal nichts gesehen. So Leute, und was natürlich in Innsbruck nicht fallen darf, wer sich piercen lassen will und vielleicht sogar ein Tätowierer da ist, geht zu der Melli. Geht zu der Melli und jetzt schauen wir mal, ob die Melli da ist. Gucken wir mal. Ein Hund ist da. Hey Schatz. Sag's einmal Leute, da müsst ihr vorbeischauen. Wenn ihr in Innsbruck seid, kommt ihr zum Lucke oder zu der Melli. Ganz, ganz wichtig. Feini, ha. Der Hundi Baby. Was ist denn mit dieser Kamera? Weil die Videos von uns verfolgt, kennt natürlich das Ganze schon. Wir sind ja einige Male da gewesen, in der Opening war oder sonst irgendwas. Ja, also Leute, wenn ihr in Innsbruck seid, kommt vorbei, lasst euch piercen und vielleicht habt ihr Glück und der Tätowierer ist da, dann tätowiert er auch. Ja Leute, und jetzt ist die Chefin da, die Melli. Da schon wieder volle Pantermine ausmachen. Also nochmal. Luki, isst da mal etwas? Ja, lasst es Luki sein, der ist beim Essen. Also Leute, wenn ihr in Innsbruck seid und ihr habt Candy Kings, ihr habt Deci, ihr habt, wo wollen wir noch, Berliner Döner hinter euch oder vor euch, kommt auf jeden Fall zu der Melle und holt euch ein Piercing ab, oder? Und vom Ski und vom Berliner Döner sind wir nur 2-3 Minuten entfernt. Also habt ihr es nicht einmal. Alles, das ist so quasi das Bermuda-Dreieck. Da wirst du gepierst, voll gefressen, voll mit Zucker pumpt. Royal Donuts haben wir da um die Ecken. Plus. Der ist direkt daneben. Also, da außen geht es rechts, da ist Royal Donuts. Könnt ihr euch zur Stärkung noch was holen? Aber auf jeden Fall kommt vorbei zu der Melli. Wir sind schon oft da und wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, der hat schon gesehen, dass wir einige Videos drinnen haben und sie kann es auch, sie tut nicht leise. Sie war sogar im Fernsehen, gell? Jetzt ja, sie war sogar kurz im Fernsehen. Ja, nicht so lange her. Ja, da hänge ich kurz das Video hinten dran, das hänge ich jetzt dran. Österreichische Neugründungen durchaus nachhaltig. Nach 3 Jahren existieren noch 80% der Unternehmen, nach 5 Jahren immerhin noch 66%. Auch Melanie Reich aus Tirol hat ihr Piercing-Studio vor 5 Jahren gegründet und ist heute immer noch in der Innsbrucker Innenstadt aktiv. Und noch immer sind manche Neukunden irritiert, wenn sie sich als Chefin outet. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich eine Frau bin. Wo ich dann aber schon immer gleich komme und dann auch sage, du, ich bin die Chefin.
Und das machen wir so. So, und jetzt habt ihr es gesehen. Also, eine junge Dame würde ich schon fast sagen, oder kann man junge Dame sagen? Wie lange hast du das jetzt? 10 Jahre lang, gell? Nein, 5 Jahre. Ah, 5 Jahre war das. Ja, jetzt habt ihr es eh im Video jetzt gesehen. Ich muss es nicht umschauen. Ich schneide es ein, fängt es ja leider ein Klick. Weißt? Also eine Strafe eigentlich, gell, mir sollte man dir jetzt schon ein Nippelpiercing machen. Nein, ja. Und ihr braucht es auch nicht in die Kommentare schreiben. Macht ganz fest in die Kommentare. Nein, es gibt kein Nippelpiercing. Das sind meine Nippel. Also wenn man 500 Kommentare zusammenkriegt, die sagen, dass das machen muss, oder ein Kommentar mit mindestens 1000 Likes, wo es reinsteht, dann kriegt der Fuzzi ein Nippelpiercing. Darüber reden wir noch, da sage ich jetzt nichts dazu, jetzt könnt ihr es einmal probieren. Scheiße. Es ist ein Deal. Nein, meine Nippeln. Ja. Nein, kann ich das nicht, Schatz. Sicher. Okay, macht es einmal und dann entscheiden wir noch. Also, auf jeden Fall. Schaut bei der Melle vorbei. Und sie hat auch immer wieder Tätowierer und Tätowiererinnen da, immer wieder irgendwelche Aktionstage etc. Folgt sie auf Instagram, auf ihrer Homepage auch seine. Der Link ist eh immer wieder drunter. Ja, nachher seid ihr immer auf dem Laufenden. Also, das ist ein Must-Go in Innsbruck, wenn ihr in Innsbruck seid. Kuss, Kuss. Und der ist beim Essen, wir sollen ihn nicht stören, hat er gesagt. Ja, lasst mich in Ruhe. Sucht euch einen anderen berühmten. So, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr entscheidet es. Vergesst nicht, in die Kommentare was Nettes reinzuschreiben. Lasst ein Like da, teilt es, das uns echt helfen. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo wir hinschauen sollten, wo wir was testen sollten, probieren sollten, wie auch immer, lasst es uns wissen, schreibt es auch das in die Kommentare. Und ja, lasst uns viral gehen. Wäre mega. Oder, Simon? Ja. Jawohl. Also, in diesem Sinne, wir sind raus. Bleibt euch treu. Kuss geht raus. See you soon und... Tschüss mit euch, tschüss mit euch. Papas tragen keine Jogginghose mit Sneakers. Scheißegal, der Zug, gehen wir auf den Spielplatz. Andere Papas machen keinen YouTube oder TikTok. Andere Papas tragen zum Anzug keine Flipflops. Natürlich sehen sie Fehler, wenn sie danach suchen. Und wenn sie immer alles umzudrehen versuchen. Niemand kann uns jetzt noch mobben, niemand kann uns jetzt...